Die erste Augusthälfte ist rum. Wir ziehen ganz kurz Bilanz und sehen, dass es deutlich zu warm war, verglichen mit dem langjährigen Mittel im Flächenmittel deutschlandweit gesehen um 5,5 Grad. Die Sonne, die war ganz gut dabei. Wenn hier eine 50% stehen würde, wäre es normal, aber wir haben in der Tat ein paar Stunden mehr bekommen und beim Niederschlag war es natürlich viel, viel zu wenig, trotz punktuell kräftiger Schauer und Gewitter. In den nächsten Tagen geht es mit Hochdruckeinfluss, mit Sonnenschein und mit Wärme weiter. Das aktuelle Hochdruckgebiet heißt Lorin und wird dann von der Biskaya zu uns nach Deutschland hineinziehen. Davor gibt es ein paar dichtere Wolkenfelder. Wir sehen das auf der Animation, vor allen Dingen im Norden Deutschlands. Da ist ganz vereinzelt ein bisschen Regen dabei am heutigen Mittwoch, vor allen Dingen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Sonst ein trockener Sonne-Wolken-Mix bei Temperaturen bis zu 26 Grad. An der Ostseeküste bleibt es kühler bei auflandigem Wind, maximal 21 Grad. Im Süden alles etwas freundlicher, tendenziell mehr Sonnenschein, aber trotzdem mal kurze Schauer und Gewitter einplanen zum Nachmittag hin, vor allen Dingen hier von der Fränkischen Alb bis nach Niederbayern Richtung Bayerischer Wald rüber im Südwesten. Da wird es am freundlichsten und am heißesten mit knapp 30 Grad. Gefühlt sind es noch mehr, bis zu 33 Grad. Und hier in der Mitte und im Norden alles sehr, sehr angenehm temperiert. Auch gefühlt nur in Anführungszeichen 21 bis 27 Grad. Bei rund 4 bis 9 Stunden Sonnenschein dort im Südwesten fast die volle Ausbeute mit 13 Stunden. Hier ist der Wind schwach, im Norden etwas kräftiger, gerade an der Küste böig aus westlicher Richtung. Am Abend angenehm sommerlich, Sonne, lockere Wolken und ich weise euch jetzt nochmal darauf hin, dass ihr bis am Donnerstag Zeit habt, bei der EU-Sommerzeitabstimmung mitzumachen. Wollt ihr sie behalten oder abschaffen?